Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein neues Video über meine Haare. Wieder mal. Und zwar habe ich wieder neue Tape-In-Extensions. Das sind diese hier. Die sind von der Marke Desina. Und ich habe diese Seite schon öfter bei anderen gesehen. Jetzt durfte ich die für euch testen und ich bin wirklich so begeistert von diesen Haaren bis jetzt. Also ich habe 3 Pakete bekommen, also insgesamt 60 Stück. Und ich habe 2-mal die Farbe 60 und einmal 30. Das ist ein ganz, ganz... Das ist ein ganz, ganz helles Blond. Ich wollte eh eine ganz andere Farbe. Ja, und ist jetzt diese Farbe geworden. Am Anfang hatte ich etwas Probleme damit. Also nicht mit den Extensions, die haben sich super färben gelassen. Also bei denen war das wirklich gar kein Problem, aber meine Haare haben einfach keine Farbe angenommen. Und das war echt eine Tortur. Zuerst waren sie grau, dann waren sie blau, grau, blond. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich zufrieden damit. Die sehen jetzt irgendwie in der Kamera etwas goldiger, gelblicher aus, als sie eigentlich sind. Also sie sind wirklich, wie man sieht, schon ziemlich kühl. Achso, bevor Kommentare kommen, spart ihr euch. Ich weiß, meine Hände sind etwas verkackt. Und meine Extensions sind jetzt 50 cm lang. Ich habe sie etwas tiefer einsetzen lassen, weil ich wollte, dass sie ziemlich lang sind. Und man soll sie auch nicht ganz am Anfang am Ansatz einsetzen, weil man sonst, weil es sonst weh tut und wenn man Zöpfe machen möchte oder so, dass das nicht so gut geht. Ich zeige euch hier mal, wie meine Mutter die Haare reingemacht hat. Also es ist eigentlich ganz einfach, wie man Tape-Ins halt reinmacht. Davon gibt es sehr, sehr viele Videos auf YouTube, aber quasi ist es wie ein Sandwich. Also es ist halt quasi ein Tape, eure Haare und wieder ein Tape drauf. Ist eigentlich ziemlich einfach, aber ich würde mir davor trotzdem mal ein anderes Video dazu angucken. Bis jetzt bin ich ziemlich zufrieden damit. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite mal in die Infobox, die Seite, wo ihr die Extensions bekommt von Desinas. Die haben ganz, ganz verschiedene Farben und Längen. Ich hatte die Befürchtung, dass diese Extensions nicht reichen, also dass meine Haare, weil meine Haare sind ziemlich dick, dass man halt das total sieht, hatte ich befürchtet. Aber es ist zum Glück nicht so. Sie sind wirklich sehr, sehr dick. Das hat mich wirklich so überrascht. Also wenn ich die so zusammennehme, das ist wirklich krass. Und ihr könnt auch ziehen, wie ihr wollt. Kommt nichts raus. Es tut halt weh. Bei der Verpackung habe ich noch dieses Spray dabei und 3 von diesen kleinen Shampoos. Da steht drauf, Desinas Extensions Care and Shine Shampoo. Das riecht auch voll lecker. Mit Arganöl. Aber weil ich diese Angst hatte, habe ich mir noch andere Extensions bestellt. Und zwar von der Seite Best Hair By. Wir haben sie erstmal eingesetzt, bevor wir alles gefärbt haben. Davor habe ich meine Haare gewaschen mit Shampoo. Ich habe keine Spülung reingetan, kein Öl danach, gar nichts. Also sollte man eigentlich nicht. Man sollte auch eigentlich ein tiefenreiniges Shampoo benutzen, hatte ich aber jetzt nicht. Ein normales Shampoo hat auch gereicht, nur halt danach keine Produkte mehr rein. Und ja, meine Mutter hat halt meine Haare abgeteilt. Meine Haare sind übrigens bis hier. Das sind meine echten. Danach hat sie noch etwas Stufen reingeschnitten. Nicht zu viel, ich wollte nicht zu viel, aber halt, dass es etwas angepasst wird. Aber wie ihr seht, da sieht man das halt schon ziemlich krass, dass das nicht meine Haare sind. Aber jetzt geht's eigentlich. Und ich muss halt meine Haare auch gut glätten, weil meine Haare sind halt Natur eigentlich nicht glatt. Deswegen gehen die halt, wenn die Extensions glatt sind, gehen die so ein bisschen. Zuerst haben wir eine Tönung gemacht, aber das war so eine gräuliche Tönung. Danach sahen meine Haare echt schlimm aus. Ich versuche euch mal ein Bild hier einzublenden, weil diese Haare haben gepackt, aber meine Haare überhaupt nicht, wie gesagt. Und es sah halt wirklich nicht schön aus. Danach habe ich sie mir selber nochmal versucht zu färben, weil wir zu Hause auch so eine Tönung hatten. Das hat das Ganze noch schlimmer gemacht, obwohl eigentlich ging es danach. Ja, dann habe ich meine Mutter so lange genervt, bis sie dann sich bereit erklärt hat, meine Haare so zu färben. Das ist am Ansatz eine etwas dunklere Farbe, wie man sieht. Und ich versuche euch die Farben mal in die Infobox zu schreiben. Und hier unten haben wir so eine gräuliche Farbe mit etwas blond gemischt. Oder ist das eine gräuliche? Aber meine unteren Haare hier haben wir noch etwas blondiert. Das haben wir irgendwie wieder Mensch gepackt. Meine Haare sind so komisch. Ja, aber egal. Ihr könnt sie ganz normal waschen. Also hier ist ja ein Shampoo dabei gewesen. Aber ihr könnt sie einfach ganz normal waschen. Ihr müsst sie nur gut ausspülen, damit keine Shampoo-Reste zwischen den Tapes hängen bleiben und dass sie dann aufgehen oder sich lösen. Aber ansonsten gibt es wirklich eigentlich gar nichts. Gar kein Problem. Also für die, die es echt Haar, kann man glätten, locken machen, wie man will.
Und ja, was soll ich noch sagen? Mir fällt immer nichts mehr ein. Ich werde euch nochmal ein Update machen, aber bis jetzt gefallen sie mir wirklich sehr, sehr gut. Und für die, die fragen, ob es stört, die Tape-In-Extensions, nein, es stört überhaupt nicht. Also ich hatte davor ja Clip-In, die stören wirklich nach einer Zeit. Aber Tape-In stören gar nicht, finde ich. Also hier seht ihr mal ein Tape. Ich habe die ja gefärbt, deswegen sieht das jetzt braun. Und man kann halt wirklich feste dran ziehen, da löst sich gar nichts. Und ja. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich versuche sie euch dann zu beantworten. Und oh Mann, tschüss, see you. Jedes Mal, wenn du wieder drehst, kannst du nicht wegen mir. Ja. Nein, hab ich auch mal gemerkt. Ja. Aber ich kann nichts erfahren. Und bei dir muss ich immer rausgehen. So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das ja jetzt kostenlos tun. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.